Herzlich willkommen zu diesem ersten Tutorial von 40pixel. Heute beschäftigen wir uns mit dem Plugin Yoast SEO für WordPress und dem Muffin Builder von Beetheme. Hier gibt es nämlich eine Problematik, bei der sich oft die Leute fragen, was man dagegen tun kann. Und zwar ist das folgende Fehlermeldung. Die Textlänge wird hier angezeigt mit 0 Wörtern, obwohl im Muffin Builder genug Wörter vorhanden sind. Hier kann man auch sehen, dass hier überall Text drin steht. Aber dennoch zeigt er uns an, dass wir keinen Text da haben, den Yoast analysieren kann und wir dadurch dann auch hilfreiche Tipps von Yoast bekommen, was wir noch besser machen können für unsere SEO-Optimierung. Es ist so, dass standardmäßig Yoast das aus dem WordPress-Editor ausliest. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt einfach mal Hallo reinschreiben, dann sehen wir unten, dass hier auch jetzt ein Wort gefunden wurde. Das heißt, hiermit hat Yoast gar kein Problem. Bei anderen Page-Bildern, wie zum Beispiel dem Visual Composer oder auch WP Bakery Page-Builder, wie er jetzt genannt wird, hat Yoast auch gar keine Probleme. Da funktioniert das einwandfrei mit dem Auslesen und Analysieren. Nur bei Page-Bildern wie jetzt dem Muffin-Builder von Beetheme oder vielleicht auch anderen Page-Bildern kann es eben zu dieser Problematik kommen. Falls ihr noch andere Page-Builder kennt, die genau dasselbe Problem haben, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich mache das jetzt mal anhand des Beispiels vom Muffin-Builder. So, was können wir dagegen tun? Dafür haben die Entwickler von Beetheme diesen Button hier integriert, Builder SEO. Wenn wir hier raufklicken, müssen wir hier diese Meldung auch nochmal mit OK bestätigen. Und jetzt wird der Text aus dem Muffin-Builder hier reinkopiert in den Standard WordPress-Editor. Wenn wir jetzt nochmal auf Aktualisieren klicken, könnte also rein theoretisch jetzt das Yoast SEO Plugin unseren Text auslesen. Und das kontrollieren wir auch gleich mal. So, hier sehen wir auch schon, dass die Meldung jetzt nach unten hin verschwunden ist, in den grünen Bereich. Der Text enthält 482 Wörter. Genau. So, jetzt haben wir aber noch ein Problem, das wir berücksichtigen müssen. Jetzt wird unser Inhalt aus dem WordPress Standard Editor geladen, aber auch aus dem Muffin Builder. Aber wir wollen den Inhalt ja gar nicht zweimal auf unserer Seite haben. Deswegen müssen wir hier unterhalb des Muffin Builders nochmal diese Funktion hier aktivieren. Da steht auch, dass man dann den Inhalt von dem WordPress Editor ausblendet. Wenn man das hier auch auf On geklickt hat, dann sollte man nochmal auf Aktualisieren und dann hat man auf der Seite nur einmalig den Inhalt von Muffin Builder und es wird aber gleichzeitig der Inhalt vom WordPress Standard Editor von Yoast analysiert. So. Es sind also nur zwei einfache Klicks und das Problem ist gelöst. Wie das andere Themes und deren Page Builder machen, ist eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, schreibt unten nochmal in die Kommentare, ob ihr noch andere Page Builder kennt, bei denen dieses Problem auch auftritt. Wenn euch das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt auch in die Kommentare, was man besser machen kann, was euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut!